Mein Name ist Carsten Kalbeck. Ich bin Professor für Biochemie in der Universität von Eastern Finland in Kuopio in Finnland. Und ich habe heute über die Genetik und Epigenetik von Diabetes gesprochen. Also erstmal müssen wir anfangen, wodurch kriegt man Diabetes? Weil Diabetes ist an sich eine Krankheit, die muss man nicht kriegen. Die kann man eben halt vermeiden, indem man den Körpergewicht unter Kontrolle hält, also Body Mass Index unter 25, sich ausreichend bewegt, das Richtige isst. Das heißt also, wenn man einen guten Lebensstil hat, sollte man eigentlich keinen Diabetes bekommen. Ist es aber trotzdem passiert, dass man Diabetes bekommt oder wenigstens in die Richtung ist, der Blutzuckerspiegel ist nicht mehr normal, man hat diese Impaired Glucose Tolerance, dann kann man aber was dran ändern, weil die Gründe dafür, dass man das bekommen hat, sind epigenetisch und die kann man wieder zurückdrehen. Man muss natürlich relativ radikale Lebensstilveränderungen machen. Und ich denke, das Problem ist, wenn jemand eine Erkrankung hat, ob es Diabetes ist oder irgendetwas anderes, muss er sich darüber klar werden, dass in den meisten Fällen man selber schuld ist. So schlimm wie es klingt. Aber man muss sich dann wirklich klar werden, die Erkrankung, die ich habe, da habe ich höchstwahrscheinlich einen gravierenden Fehler gemacht in meinem Lebensstil. Wenn ein Raucher eben halt Krebs bekommt, weiß er, wo eigentlich es herkommt. Ja, und wenn jemand, der übergewichtig, fettleibig ist, Diabetes bekommt, weiß er im Prinzip auch, wo es herkommt. Man kann aber was dran ändern. Man kann aufhören zu rauchen. Man kann versuchen, möglichst Gewicht abzunehmen und insbesondere sich zu bewegen. Nur hungern alleine bringt es auch nicht. Das heißt, man verändert seinen Lebensstil und wer wirklich von dieser Krankheit loskommen will, der sollte maßgeblich sein Lebensstil verändern und damit wird er automatisch das Epigenom verändern. Wenn Sie geboren werden, haben Sie natürlich das Genom Ihrer Eltern. Und dieses Genom ist das gleiche in all den Zellen Ihres Körpers. Und das sind 10 hoch 13 Zellen. Die haben das gleiche Genom. Aber das Epigenom ist eine sehr dynamische Angelegenheit. Es ist in jedem der ungefähr 400 verschiedenen Gewebe und Zelltypen, die unseren Körper ausmachen, unterschiedlich. Deswegen sind diese Gewebe unterschiedlich. Und es verändert sich eben halt auch je nachdem, was wir erleben. Wenn Sie nicht gerade eine monogenetische Form von Diabetes ererbt haben von Ihren Eltern, dann würden Sie höchstwahrscheinlich Diabetes bekommen. Aber wenn Sie einfach nur ein Risiko von Ihren Eltern ererbt haben, Diabetes zu bekommen, ist das für Typ 2 Diabetes gerade mal ein 10% Risiko. Und 90% ist das, was das Epigenom, das heißt Ihr Verhalten ausmacht. Also für Typ 2 Diabetes würde ich sagen, sind es 90% Epigenetik, 10% Genetik. Für Typ 1 Diabetes sind es ungefähr 50-50. Viele Leute haben den Eindruck, sie bekommen Erkrankungen, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Ganz plötzlich. Ja, so wird das ja häufig dargestellt. Und in Wirklichkeit ist es eine Erkrankung, die eine Vorgeschichte von 20, 30 Jahren hat. Wo man mehr oder weniger sicher war, dieser Patient wird einen Herzinfarkt bekommen. Und das muss einem bewusst werden, dass der Lebensstil das Risiko teilweise so erhöht, dass man eigentlich sicher sein kann, man wird mit einem Herzinfarkt enden. Aber das möchten die Leute nicht hören. Ja, und sie denken, da habe ich eine Erkrankung, da gibt es eine Pille, gibt es einen guten Arzt, da gehe ich da hin und lasse es reparieren. Es ist so ähnlich, wenn Sie ein Auto haben, was Sie an sich lieben, ja, dann werden Sie doch den Service machen, Öl wechseln und sonstige Dinge machen, weil Sie das Auto lange behalten wollen. Wenn Ihnen das egal ist und jede 10 Jahre ein neues Auto kaufen, das quasi das alte wegschmeißen, das können Sie aber nicht mit dem Körper machen. Ja. Das ist der eine Körper, der gegeben ist und den sollte man hegen und pflegen wie ein Auto, was einem wirklich lieb ist.